Hey Leute, die Space Marines waren mit die absoluten Supersoldaten, die für die Menschheit gegen die verschiedenen Schrecken der weiten Galaxis des Warhammer 40k-Universums kämpften. Dabei nutzten sie einige verschiedene Panzer. Welche Panzer das waren und was diese so konnten, stelle ich euch heute vor. Bevor wir allerdings zu den Panzern kommen, erst noch ein Wort des Sponsors des heutigen Videos, World of Warships. Dass heute ein Warhammer 40k-Video kommt, ist kein Zufall. Denn in World of Warships gibt es seit heute für 2 Wochen auch Warhammer 40k-Content. Aber erstmal, was ist World of Warships überhaupt? In World of Warships kann man die Kontrolle von vielen verschiedenen Kriegsschiffen der letzten 100 Jahre übernehmen. In verschiedenen Spielmodi, wie Team-Matches, aber auch Matches mit Freunden gegen Wellen von PC-Gegnern, kann man sein Können mit den verschiedensten Schiffen und Schiffsklassen auf die Probe stellen. Die Grafik von World of Warships ist unglaublich gut und das Spiel bietet einige historische Schauplätze sowie eine Menge an unterschiedlichen Schiffen in verschiedenen Klassen. Seit kurzem wurden sogar U-Boote zum Spiel hinzugefügt. Und was hat das Ganze jetzt mit Warhammer 40k zu tun? Ab heute, dem 19. Juni 2020 bis zum 3. Juli 2020 gibt es einige Warhammer 40k Inhalte im Spiel. Darunter 2 Schiffsskins für die Amagi, ein Skin des Imperiums der Menschheit und ein Chaos Space Marine Skin. Dazu natürlich auch 2 passende Kapitäne sowie 2 neue Flaggen und Aufnäher. Die Inhalte habe ich übrigens schon in einem Let's Play auf meinem Gaming-Kanal näher beleuchtet. Das Let's Play findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch ein näheres Bild der Inhalte und dem Spiel im Allgemeinen machen wollt. World of Warships ist übrigens free to play und kann somit sofort heruntergeladen und gespielt werden. Wenn euch das Ganze jetzt Lust auf World of Warships macht, findet ihr einen Link zum Spiel unten in der Videobeschreibung. Nutzt den Einladungscode BOOM, wenn ihr ein komplett neuer Spieler seid, um 2 Kriegsschiffe, die Emden und die St. Louis, 7 Premium-Tage, 200 Dublonen und 2,5 Millionen Kredite zu erhalten. Ich kann euch World of Warships wirklich nur empfehlen. Beim Aufnehmen des Let's Plays und den Aufnahmen, die ihr hier im Hintergrund seht, hat mir das Spiel einen riesen Spaß gemacht. Und ich denke, das ist im Let's Play auch wirklich rübergekommen. Okay, aber damit jetzt wirklich zu den Panzern der Space Marines. Natürlich hatten die Space Marines dabei auch verschiedene Arten von Panzern. Fangen wir mal mit den leichtesten an, den Transportern. Allen voran hätten wir da den recht leicht bewaffneten Rhino. Dieser wurde, wie ihr gleich noch sehen könnt, für viele weitere Panzer als solides Grundmodell genommen, auf dem dann andere Panzer weiter aufbauten. Der reine Rhino war 6,6 Meter lang sowie 4,5 breit. Um betrieben zu werden, brauchte dieser gerade einmal einen Fahrer, wodurch dieser bis zu 10 Space Marines hinten in der Kabine hinter einer 60 mm dicken Panzerung transportieren konnte. Bewaffnet waren die meisten Rhinos dabei standardmäßig mit einem Sturmbolter für eine Verteidigung auf kurze Distanzen. Natürlich gab es von diesem Panzer auch verschiedene Variationen und in bestimmten Situationen war dieser auch mit einer anderen Bewaffnung ausgestattet. Da werde ich allerdings nicht drauf eingehen, da das Video sonst viel zu lange gehen würde. Auf dem Design des Rhinos aufbauend, gab es auch noch den Razorback, der auch hauptsächlich als Transporter eingesetzt wurde. Auch dieser benötigte wieder nur einen Fahrer, konnte allerdings nur 6 Space Marines mit sich führen, da er etwas stärker als der Rhino bewaffnet war. Diese Razorbacks konnten wahlweise mit schweren Zwillingsboltern, einer Laserkanone oder einem Multi-Melter bewaffnet sein. Dabei war das letzte, sehr vereinfacht gesagt, eine fortgeschrittene Version eines Flammenwerfers, das sein Ziel so erhitzte, dass pure Haut im Weg einfach sofort wegschmolz. Sowohl der Rhino wie auch der Razorback konnten auf Straßen eine Geschwindigkeit von knapp 70 km/h erreichen. Unter den Transportpanzern gab es aber auch noch den Impulsor. Während der Rhino und der Razorback auf Ketten liefen, war der Impulsor mit Graph-Technologie ausgestattet, die ihn über den Boden schweben lassen konnte. Eine genaue Geschwindigkeitsangabe sowie Angaben zur Bewaffnung haben wir bei diesem nicht. Da dieser Impulsor allerdings recht schnell sein soll, schneller als ein Rhino, würde ich diesen auf über 70 km/h setzen. Standardmäßig war dieser mit 2 Sturmboltern bewaffnet. Wir wissen, dass Panzer dieser Klasse bis zu 6 Space Marines transportieren konnten. Diese standen allerdings ungeschützt auf der Rückseite des Panzers. Wobei der Impulsor zum Schutz der Passagiere sogar noch mit einem Schildgenerator ausgestattet werden konnte. Aber natürlich hatten die Space Marines nicht nur Transportpanzer, sondern durchaus auch schwerere Kaliber. Einer von diesen war der sogenannte Land Raider.
Dieser 10,3 Meter lange und 6,1 Meter breite Panzer isolierte seine bis zu 10 Insassen vollkommen von der Außenwelt. Dadurch konnte er diese mit einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h sicher in jeder Umgebung transportieren. Bewaffnet war dieser mit zwei Zwillingslaserkanonen sowie einem schweren Zwillingsbolter. Dabei war er aber auch noch mit einer 95 mm dicken Panzerung etwas besser geschützt als die bisher genannten Panzer. Von diesem Land Raider gab es unzählige Variationen, wie zum Beispiel den Land Raider Ares, der sowohl eine Schaufel wie auch eine schwere Kanone an seiner Vorderseite befestigt hatte, oder die Helios-Variante, die zusätzlich mit einem Whirlwind-Raketenwerfer bewaffnet war. Einer der prominentesten Panzer der Space Marines war aber wohl der Predator, der auf dem Grundgerüst des Rhinos aufgebaut war. Somit war dieser natürlich auch 6,6 Meter lang, konnte allerdings nur 68 km/h schnell werden. Dieser Panzer benötigte auch nur einen einzigen Fahrer, konnte dafür aber keine Truppen transportieren, da er wesentlich schwerer bewaffnet war als der Rhino. Meistens tauchten diese Predator in einer von zwei Varianten auf, in der Destructor- oder Annihilator-Variante. Die Destructor-Variante war mit einer Autokanone auf dem Hauptturm bewaffnet. Diese wurde automatisch nachgeladen und konnte vom Fahrer bedient werden. Dabei verschoss sie Explosionsgeschosse, die gut durch gepanzerte Ziele gehen konnten. Die Annihilator-Variante war hingegen mit einer Zwillingslaserkanone bewaffnet. Dabei konnten beide Varianten an den Seiten noch mit den verschiedensten Waffen ausgestattet werden. Ebenfalls auf dem Rhino basierend war der sogenannte Whirlwind. Dieser ähnelte dem Rhino in fast allen Belangen und das auch noch in all seinen Versionen. Der große Unterschied zum Rhino war die Tatsache, dass alle Whirlwind-Versionen mit einem Raketenwerfer auf der Oberseite bewaffnet waren. Je nach Whirlwind-Variante war es eben ein anderer Raketenwerfer. Wo wir gerade bei Rhino-Varianten sind, hätten wir auch noch den Stalker. Auch dieser ähnelte dem Rhino sehr, nur bei diesem war die Vordersektion mit stärkerer Panzerung ausgestattet und auf dessen Oberseite befanden sich sowohl zwei Icarus-Sturmkanonen zur Abwehr von Flugobjekten sowie ein sehr fortschrittliches Zielerfassungssystem, was diesen Panzer extrem gefährlich für fliegende Ziele machte. Ebenfalls auf dem Rhino aufbauend und ebenfalls zur Luftabwehr geeignet, war der Hunter. Aber anstatt mit zwei Icarus-Sturmkanonen, war dieser mit einem Skyspear-Raketenwerfer bewaffnet, mit dem er so ziemlich jeden Bomber und Jäger vom Himmel holen konnte. Eher auf kurze Distanzen ausgelegt, dafür mit einem riesigen Wumms ausgestattet, war der Vindicator, der natürlich auch auf dem Rhino beruhte. Dieser war, wie der Land Raider Ares auch, vorne mit einer Schaufel sowie einer schweren Demolisher-Kanone ausgestattet. Dabei sollte er vor allem in engen Stadtgebieten zum Einsatz kommen, um schwer barrikadierte Regionen des Feindes einzureißen. Auch bei diesen schwereren Panzern hatten die Space Marines einen, der auf Graf-Technologie lief, den Repulsor. Dieser war dank seines Schwebens auf jedem Untergrund ziemlich schnell und dazu auch noch recht gut bewaffnet. Unter diese Bewaffnung fiel standardmäßig eine auf dem Turm montierte schwere Gatling-Kanone, ein schwerer Zwillingsbolter, ein Eisenhagel-Maschinengewehr, zwei Sturmbolter sowie ein Abfangwerfer. Ebenfalls auf Graf-Technologie lief der schwere Astraeus-Panzer. Bei diesem wissen wir, dass er mit einem Paar an Makro-Beschleunigungskanonen, Laser-Rippern sowie schweren Zwillingsboltern bewaffnet war. Dabei war dieser aber gleichzeitig auch noch mit Schilden geschützt. Von den bisher genannten Panzern gab es auch noch drei, die in Kommando- bzw. Unterstützungsvarianten auftauchten. So gab es auch den Damokles Commando Rhino. Dabei war diese Variante vollkommen unbewaffnet, dafür allerdings vollgestopft mit Kommunikationsausrüstung. Bemannt wurde diese Rhino-Variante von einem Fahrer, einem Kommunikations- sowie einem taktischen Offizier. Diese konnten zusammen sicherstellen, dass alle Einheiten auf dem Planeten wie auch im Orbit miteinander in Verbindung blieben und die Befehlskette gewahrt werden konnte. Einen ähnlichen Zweck erfüllte auch der Rhino Primaris. Dieser war vor allem dazu gedacht, Daten von der Oberfläche an Schiffe im Orbit des Planeten zu schicken, um Orbitalbombardierungen zu koordinieren. Und dann gab es auch noch den Land Raider Excelsior, der im Prinzip die gleichen Aufgaben wie der Damokles Command Rhino übernahm. Die bisher genannten Panzer waren Panzer, die im 40. und 41. Jahrtausend noch eingesetzt wurden. Doch das hier wäre natürlich nicht vollständig, wenn ich euch nicht auch noch die Panzer vorstellen würde, die davor eingesetzt, dann allerdings außer Dienst gestellt wurden.
oder von denen eben so viele vernichtet wurden und keiner mehr wusste, wie man sie herstellen kann. Zunächst mal gab es da verschiedene Varianten des Architor-Panzers. Diese waren Artilleriepanzer, die je nach Ausführung viele mittelschwere Geschosse oder einzelne sehr schwere Geschosse verschießen konnten. Der 10 Meter lange schwere Cerberus-Panzer war mit einem starken Neutronenlaserprojektor an der Vorderseite sowie schweren Boltern an den Seiten bewaffnet. Der Neutronenlaserprojektor hatte zwar häufig Ausfälle, doch wenn dieser vernünftig schoss, konnte er gut durch die Panzerung anderer schwer gepanzerter Fahrzeuge dringen. Ebenfalls ungefähr zu dieser Zeit gab es auch den 12,5 Meter langen schweren Fellblade-Panzer. Dieser war alleine auf die Verwüstung ausgelegt. So war er mit einer Zwillingsbeschleunigungskanone auf seinem Turm sowie mit einer nach vorne gerichteten Demolisher-Kanone und zwei an den Seiten befestigten Laserkanonen bewaffnet. Der Stormblade-Panzer hingegen war eigentlich ein Panzer des Imperiums der Menschheit, wurde allerdings zeitweise auch von den Space Marines eingesetzt. Die Hauptbewaffnung dieses 13,5 Meter langen Panzers war eine auf kurze Distanzen ausgelegte Plasmakanone. Dazu kamen aber noch zwei Laserkanonen und vier schwere Bolter. Noch schwerer als die beiden bisher genannten war der schwere Panzer Zerstörer der Fallschirmklasse. Dieser war mit einer schweren Zwillingsvulkankanone ausgestattet, die unheimlich durchschlagend war. Das machte diesen Panzer aber auch so teuer, dass nicht so viele von ihnen überhaupt hergestellt wurden. Zu dieser Zeit gab es aber auch noch Truppentransportpanzer. So auch den absolut schweren Mastodon-Panzer. Genaue Größenangaben haben wir zu ihm nicht. Wir wissen allerdings, dass er wesentlich größer sein sollte als der etwas mehr als 10 Meter lange Land Raider. Gleichzeitig wissen wir, dass dieser Platz für um die 40 Space Marines im Innern hatte. Dazu war er auch noch sehr stark gepanzert, mit Schilden geschützt und mit den verschiedensten schweren Waffen ausgestattet. Ebenfalls auf den Transport ausgelegt war der Spartan-Angriffspanzer. Dieses 10 Meter lange Ungetüm war darauf ausgelegt, die Space Marine Veteranen in Terminator-Rüstung zu transportieren. Von diesen konnte dieser Panzer auch direkt 25 mitnehmen. Bewaffnet war er dabei mit zwei Zwillingslaserkanonen und einem schweren Bolter. Auf einem ähnlichen Grundgerüst basierte auch der schwere Belagerungspanzer der Typhon-Klasse. Dieser war allerdings mit einer schweren Dreadhammer-Kanone an der Vorderseite bewaffnet, sowie mit Laserkanonen an den Seiten. Der Saber-Angriffspanzer oder auch der Saber-Panzerjäger war auch wieder eine Variante des Rhinos. Bei diesem wissen wir, dass er ein schneller, schwer bewaffneter Panzerjäger war. Dabei konnte die Bewaffnung stark abweichen. Diese reichte von schweren Boltern über Multimelter bis hin zu Autokanonen und Neutronenblastern. Den schweren Sikaran-Kampfpanzer gab es in einigen verschiedenen Varianten. Bemannt waren diese mit einem Fahrer und einem Schützen, die bei Geschwindigkeiten von bis zu 74 km/h ihre Feinde jagen konnten. Die normale Variante war mit zwei Beschleunigungsautokanonen und mehreren schweren Boltern bewaffnet. Die Venator-Variante hatte einen Neutronenlaser verbaut, die Punisher-Variante eine rotierende Punisher-Kanone, die Arcus-Variante Arcus-Raketenwerfer und die Omega-Variante Omega-Plasma-Kanonen. Unter diesen etwas älteren Panzern gab es aber auch noch Artilleriepanzer. Zum einen den Basilisk. Dieser war knapp über 7 Meter lang, 4,86 Meter breit und mit einer schweren Tremor-Kanone bewaffnet, die Ziele auf bis zu 15 Kilometern Entfernung innerhalb von unter 19 Sekunden treffen konnte. Zum anderen gab es aber auch noch die Medusa. Diese war nur knapp 5,3 Meter lang und mit einer Medusa-Belagerungskanone ausgestattet. Diese hatte eine geringere Feuergeschwindigkeit als die Tremor-Kanone, feuerte dafür wesentlich größere Projektile. Das heißt, dass sie einen wesentlich größeren Wumms erzeugen konnte, dafür die Geschosse allerdings nicht so weit flogen. Das sind aber auch schon alle uns bekannten Panzer der Space Marines im Warhammer 40k-Universum. Was sagt ihr? Welchen von denen findet ihr am besten? Haut es unten in die Kommentare. Hier findet ihr das World of Warships Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Hier findet ihr noch ein Video über Space Marines im Allgemeinen. Und hier ein Video mit 50 Fakten über Kampfläufer des Imperiums auf meinem Star Wars-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.